Leute, weg, jetzt schaltet die Spitze wieder eure Lemming Ones und ich heiße euch heute alle wieder herzlichst willkommen zu dieser weiteren Runde Schatten des Krieges. Und heute habe ich mir mal überlegt, ich habe die ganze Zeit von einer ganz speziellen Maske gesprochen, beziehungsweise einem ganz speziellen Helm und den sieht man auch nicht immer. Und wir haben tatsächlich jetzt mal Glück und wir haben ihn tatsächlich gefunden. Also sind wir über den Weg gelaufen. Das ist der hier. Ihr könnt den öfters bei so einem Netzbrecher sehen. Das ist ja einer der DLC-Uruks, aber auf den möchte ich jetzt nicht unbedingt eingehen, außer Kirith Ungol zu finden, sind die in Galadriels Klinge. Und vorzugsweise geht es mir jetzt hier erstmal um den Helm. Ihr seht diesen Helm, der, ich muss natürlich sagen, der sieht einfach nur geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Er sieht richtig nice aus. Ich würde mir wünschen, dass er öfters vorkommt, aber aus irgendeinem Grund hat der einen Grafikfehler drin. Und dieser Grafikfehler sorgt dafür, dass dieser Helm ziemlich verbuggt ist. Das Witzige an diesem Helm ist dann dadurch, dass er nicht immer auftaucht. Das bedeutet, öfters haben die Uruks diesen Helm einfach gar nicht an, was echt ziemlich scheiße ist teilweise. Ihr habt jetzt, das ist so meiner Meinung nach der, ja, würde ich sagen, der seltenste Helm, den ihr hier in auf der PS4 so finden könnt, ist meine Meinung. Jetzt mal so ausgedrückt. Natürlich gibt es auch noch andere, wenn man so Mischmasch-Zeug macht, natürlich sind dann die Helme auch selten. Aber das ist so, finde ich persönlich, der, den man normalerweise bekommen kann, der seltenste Helm. Egal, ob gleich jetzt, sage ich jetzt mal, der Sturmbringer der seltenste Uruk ist. Dem seine, sage ich jetzt, der Kapuze mal von dem Sturmbringer, genauso wie dem seine Maske, ist jetzt nicht selten, nur dem sein Name und dem sein natürlich sein Geschwätz. Die haben jetzt kein eigenes Geschwätz, aber dieser Helm beispielsweise, das ist das Einzige. Für Liebhaber natürlich ist es eigentlich ein Muss, so ein Uruk, der diesen Helm auch trägt, zu haben, weil dem begegnest du wirklich sehr, sehr selten. Also das ist da trefft ihr wirklich eher mal einen wirklichen Sturmbringer fast schon als einen Uruk, der diesen Helm trägt. Ist jedenfalls so meine Erfahrung. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Like, Bewertung, Abo da. Sehen wir uns auf dem nächsten Mal. Bis dann, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut, eure Lemmingmatze. Ciao.